Heute besuchen wir das Kriminalmuseum in Rodenburg ob der Tauber. Ein Museum mit etlichen Folterwerkzeugen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr davon erfahren. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Susch Vinzenz und heute geht es um das Kriminalmuseum in Rodenburg ob der Tauber. Wenn euch das interessiert, wenn euch Foltergeräte interessieren, dann kommt mit. Aber ich sage euch gleich, es ist nichts für schwache Nerven. So, und hier sind wir im Eingangsbereich mit der Kutsche, der Gefängniskutsche und dem Pranger, mit dem Originalpranger aus Rodenburg, den ihr hier sehen könnt, und dem Käfig des Todes. Und wir gehen mal hinein ins Museum. Hier los geht's. Der Käfig des Todes. Hier wurdet ihr eingesperrt, wurdet verhungern lassen, man konnte mit euch machen, was ihr wolltet, was man wollte. Ihr hattet keine Lobby mehr. Diese Zelle, dieses Käfiglein war euer Ende. Der Stachelstuhl, hier wurdest du eingespannt. Dein Brustkorb wurde fixiert, deine Hände wurden fixiert, deine Beine wurden fixiert und die Stacheln bohrten sich langsam in dich hinein. Ihr seht, die Stacheln sind von beiden Seiten. Das Ganze wurde immer fester geschraubt. Manchmal wurde sogar Glut in die Sitzfläche hineingelegt und wenn du dich dann gewindet und bewegt hast, haben sich die Stacheln fest in dich hineingebohrt. Das war sehr schmerzhaft und teilweise sogar tödlich, denn meistens bist du dann an einer Blutvergiftung gestorben, da die rostigen Nägel, die rostigen Stacheln das Blut in dir vergiftet haben. Und ja, somit war es das Ende. Der Stachelstuhl, eine brutale Foltermethode aus dem Mittelalter. Die brutale Streckbank, eine Streckbank, hier wurdest du eingespannt, hier unten wurden die Füße fixiert, oben wurden die Hände fixiert, du lagst mit dem Rücken auf den Stacheln in der Mitte und so wurde immer weiter geschraubt. Bis deine Sehnen gerissen waren, bis deine Nerven gerissen waren, bis alles gerissen waren, die Knochen ausgerenkt und kaputt. Also das war es dann mit Laufen und Bewegen, denn das ist alles nicht mehr zusammengewachsen. Die Streckbank war tödlich und extrem schmerzhaft. In der Daumenschraube wurde dein Daumen eingeführt. Du siehst, unten sind Stacheln. Es wurde so lange gedreht, bis der Daumen geplatzt ist, bis der Knochen zu Brei geworden ist. Das Blut ist rausgeflossen, den Daumen konntest du nicht mehr verwenden. Er musste zum Schluss amputiert werden. Also wenn du Glück hattest, wurde er amputiert, denn die meisten Henker waren auch zusätzlich Ärzte und konnten amputieren. Wenn sie es nicht konnten, hattest du Pech, denn eine richtige Amputation ist in diesem Fall wichtig. Auch in der Streckleiter wurdest du eingespannt. Hier unten wurde gedreht, du wurdest fixiert. Manchmal wurden dir vorher die Knochen gebrochen, um diese einzufädeln in die Leiter. Und es wurde dann so lange gedreht, bis die Knochen ausgerenkt waren, bis die Sehnen gerissen waren, bis die ganzen Bänder gerissen waren. Und das war's dann mit Laufen. Hier haben wir noch eine Streckbank. Eine einfache Streckbank, wo du fixiert wurdest, hier oben mit den Händen und hier unten mit den Füßen. Hier oben kam der Kopf hinein und dann wurden die Hände hier fixiert. Du wurdest in die Länge gezogen, bis alle Knochen kaputt waren, bis die alle Sehnen gerissen waren. Und du konntest natürlich danach nicht mehr laufen. Die Knochen haben auch nicht mehr geheilt, die Sehnen haben nicht mehr zusammengeführt. Das war dein Ende. Der trockene Galgen, hier wurdest du eingeführt. Dieser Haken wurde in einer Körperöffnung von dir eingeführt. Du wurdest nach oben gezogen. Manchmal wurdest du auch mit Steinen noch beschwert, damit es weiter nach unten zieht.
Und somit bohrte sich der Haken immer tiefer in dich hinein, zerreißte dich, zerreißte dir die Haut, zerreißte dir den Darm oder den Mund. Es kommt darauf an, wo er eingeführt worden ist. Eine grausame Methode, die letztendlich tödlich endete. Auch hier eine Art der Streckbank. Ihr wurdet fixiert mit einem Seil und unten mit einem Kettenring. Und so wurde das Ganze dann nach oben gezogen. Ihr wurdet nach oben in die Länge gezogen, die Arme. Das Resultat war, dass die Schultergelenke rausgesprungen sind, die Arme gezerrt worden sind, die Beine natürlich auch. Am Ende sind deine kompletten Sehnen gerissen, die Bänder gerissen und natürlich auch die Knochen. Hier habt ihr mal das Foltergesetz. Hier ein Original-Folterprotokoll. Dann ein Zeugenprotokoll. Und eine Foltertheorie. Die Garrett, hier bist du draufgespannt worden. Du musstest hier sitzen. Dein Hals wurde hier eingespannt und dann wurde zugedreht. Meistens bist du vorher sogar noch gefoltert worden. Und dann wurde so lange gedreht, bis du erdrosselt warst. Dann wurde wieder locker gelassen, wieder zugedreht. Also richtig gequält worden bist du damit, bis du dann endlich zu Tode gekommen bist. Bis die Luft ausgegangen ist. Kurz vorher wurden nochmal aufgemacht und dann wieder zugedreht. Hier haben wir kleinere Folterinstrumente wie die große Birne. Die wurde dir in den Mund gesteckt, wurde immer weiter gedreht, bis dein Kiefer geplatzt war, bis dein Kiefer sich von der Schädeldecke gelöst hat. Also der Kiefer wurde mit dieser Birne gesprengt. Du musst dir mal vorstellen, du hast das in den Mund gekriegt und es ging immer weiter auf, diese Zangen gingen weiter auf und du musstest den ganzen Schmerzen erleiden. Richtig qualvoll wurde dein Kiefer dann abgedreht. Hier unten sehen wir weitere Daumenschrauben, Zungenschrauben. Hier kam die Zunge hinein. Das andere sind alles größtenteils Fingerschrauben. Hier unten Fingerschrauben, Knieschrauben und so weiter. Hier eine Zungenschraube. Hier wurde deine Zunge reingelegt und zugedreht. Ja, und in vielen Fällen wurde sie dir rausgerissen, was natürlich dann auch in den meisten Fällen tödlich war. Hier haben wir auch nochmal die Erklärungen dazu. Hier haben wir die Armschraube und die Beinschraube. Hier wurde dein Arm eingequetscht und immer weiter zugedreht, bis die Stacheln sich tief in dich hineingebohrt hatten. Das gleiche natürlich mit dem Bein. Hier könnt ihr das sehen und meistens wurde dann auch mit einem Hammer drauf rumgeschlagen, damit die Schmerzen wirklich unerträglich waren. Eine totale Qual, Schmerzen ohne Ende. Ja. Und hier haben wir noch die Handschrauben. Hier kamen die Hände hinein und wurden dann zugedreht.
Die eiserne Jungfrau, hier bist du als Frau hineingekommen beim Verhör. Im Inneren der eisernen Jungfrau befinden sich Stacheln. Es ist wie eine Art Schrank. Dieser wurde zugemacht und die Stacheln bohrten sich natürlich in dich hinein. Wenn du dich gewindet hast, haben sich diese immer mehr in dich hineingebohrt. Und bist am Ende entweder verblutet oder an einer Blutvergiftung gestorben, wenn du nicht gesagt hast, was sie hören wollten. Und selbst wenn du das gesagt hast, wurdest du am Ende getötet. Also die eiserne Jungfrau war das Ende. Hier seht ihr verschiedene Arten der Fesseln, Gewichte, Halsfesseln, Bauchfesseln, die um mich herumgelegt wurden. Hier die sogenannte Geige. Hier kamen eure Hände hinein, euer Kopf hinein. Da musstet ihr damit rumlaufen. Hier noch eine Geige aus Metall. Und hier seht ihr den großen Käfig. Hier wurdet ihr auch reingesteckt, durfte dann geschlagen, bespuckt werden. Ihr bekam nichts zu essen. Man konnte mit euch machen, was man möchte. Auch auf diesem Stuhl wurdet ihr fixiert. Arme rein, Beine rein und hier oben wurdet ihr dann festgemacht. Ihr wurdet gequält und man durfte mit euch machen, was man will. Wenn ihr schlampig wart, habt ihr so ein Fass umgehängt bekommen. Ihr musstet damit durch die Fußgängerzone laufen. Oft wurde hier noch Dung reingemacht, damit das richtig stinkt. Und so musstet ihr durch die Öffentlichkeit in der Fußgängerzone laufen. Und den Pranger kennt ihr wahrscheinlich alle. Da ist man dran gekommen. Man wurde fixiert an Armen, Beinen und am Kopf. Und man durfte euch auch mit euch machen, was man möchte. Laden des Keuschheitsköttels. Diese wurden den Frauen angelegt, wenn die Männer länger weg waren. Ihr habt hier vorne einen Ausgang, hinten einen Ausgang, wo ihr dann auf die Toilette gegangen seid. Aber oft sind die Frauen dann an der Blutvergiftung gestorben, denn diese Metalle haben gerieben und waren am Ende tödlich. Also wenn ihr das zu lange getragen habt, dann war das eine tödliche Sache. Wenn ihr schlampig wart, seid ihr in so ein Fass hineingekommen. Der Henker hat euch das um den Hals gelegt und hat euch dann durch die ganze Stadt gezogen. Dieses Fass musstet ihr mit euch herumtragen. Und jeder durfte euch schlagen, durfte euch treten. Dürft ihr mit euch machen, was er will, wie immer bei einer Folter. Hier könnt ihr das sehen. Und ja, somit hat das Ganze oft tödlich geendet. Hier konnte man nochmal zuschrauben und die Stacheln konnten sich in deinen Hals hineinbohren, wenn ihr nicht weitergelaufen seid. So wurde gezogen, geschoben und so weiter. Das Ganze war natürlich tödlich. Hier wurde geschaut, ob ihr eine Hexe wart oder nicht. Die Männer saßen sich hinten auf die Wippe drauf und wenn sie runtergingen und dein Stuhl ging unter Wasser, du wurdest ertränkt und bist nicht gestorben, dann warst du eine Hexe. Du wurdest immer wieder unter Wasser gedrückt, unter Wasser gelassen. Wenn du kaum noch Luft hattest, wurdest du wieder herausgeholt. Und immer wenn du das, solange du das überlebt hast, war klar, du bist eine Hexe. Warst du tot, wurdest du erlöst. Und ja, somit warst du keine Hexe mehr. Eine grausame Folter der Hexen im Mittelalter. Und hier noch einzelne weitere Foltermethoden. Steine, Gewichte, die dich unter Wasser zogen oder hier zum Hineinsetzen. Einen Folterstuhl, in dem du fixiert wurdest. Hier drüben auch wieder ein Käfig, in dem du eingesperrt worden bist. Musstet, viele grausame Folter gestanden habt. Oft wurden diese sogar heiß gemacht und wurden euch dann aufs Gesicht gesetzt. Hier haben wir verschiedene Arten von Halsgeigen für eine Person, für zwei Personen. Diese sind hier mehr für eine Person. Hier drüben, das ist eine für zwei Personen. Da oben ist eine für zwei Personen. Wenn ihr streitsüchtig wart, euch mit anderen Menschen gestritten habt, seid ihr zusammen da reingekommen. Ansonsten seid ihr alleine reingekommen.
Die Flöte ist für schlechte Musiker. Hier wurde die Finger eingespannt, eingequetscht. Ihr habt das um den Hals gelegt bekommen und dann seid ihr damit rumgelaufen. Wie wenn ihr Flöte spielen würdet. Das ist das kleine Teerfass, was über euch drüber gekippt wurde, bevor ihr dann gefedert wurde. Also ihr wurde dann in Federn gewälzt. So bekam eure Haut natürlich keine Luft mehr und eure Haut ist erstickt. Ihr seid natürlich daran gestorben. Auch dies hier sind die Brandeisen für Diebe oder andere Verbrecher. Diese habt ihr auf die Wange gedrückt bekommen, so wart ihr gebrandmarkt. Und jeder konnte sehen, dass ihr ein Dieb oder Betrüger seid. Verschiedene Arten von Schandmasken, die man tragen musste, um den Hals aufs Gesicht. Oft wurden diese auch heiß gemacht. Und ihr musstet diese am Pranger tragen oder einfach tragen und durch die Stadt laufen. Aber meistens war das am Pranger der Fall. Natürlich hattet ihr, wenn ihr eine Schandmaske aufhattet, keine Lobby mehr und man konnte mit euch machen, was man will. Ihr seht, hier gibt es so viele Arten von Schandmasken. Ja, hier waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eine Kopfschrauben. Hier kam euer Kopf hinein und dann wurde es so lange zugedreht, bis der Kopf geplatzt ist, bis ihr einen Hirnschlag nach dem anderen hattet. So lange wurde hier geschraubt. Das war natürlich eine Sache, die am Ende tödlich war. Denn wer einmal so eine Schraube auf dem Kopf hatte, konnte sagen, was er möchte. Der Kopf war geplatzt, ihr habt Hirnschläge bekommen, Hirnblutungen und alles und das war natürlich am Ende tödlich. Verschiedene Arten von ein weiterer Pranger. Dann für die Spielsucht musste man diese Kette umhängen mit Karten, mit Würfeln und musste damit am Pranger stehen. Hier unten sehen wir noch die Karten. Hier wieder ein Doppelpranger für zwei Personen, die hineinkamen. Hier haben wir die Sandalen der Sklaven. Diese wurden heiß gemacht, wurden hinten zugeschraubt. Und so musstet ihr dann damit durch die Stadt laufen. Die Füße wurden eingequetscht in heißen Schuhen sozusagen. Die Sandalen der Sklaven. Auch sehr schmerzhaft. Auch hier dieser Einzelpranger, ihr wurdet hier befestigt und durftet dann natürlich da stehen ohne Lobby. Jeder konnte mit euch machen, was er will. Hier seht ihr den Vollzug von Ehrenstrafen. Das geht im Gericht los, geht dann über die ganzen weiteren Punkte.
Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber. Ja, ich hoffe, ihr konntet alles ertragen. Ich hoffe, ich konnte es euch gut erklären. Für weitere Videos lasst ein Abo da, lasst ein Like da, drückt die Abo-Glocke und wir sehen uns in unserem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe, welches bestimmt auch noch interessant für dich sein wird. Ciao und bis gleich.